Herzlich willkommen zur ersten Folge unserer neuen Kurzfilmreihe Voll Energie im Vulkanland. Mein Name ist Denise Strohmeier und ich werde gemeinsam mit Ihnen in den nächsten Wochen und Monaten durch das Vulkanland reisen und an besonders innovativen und energiereichen Stationen Halt machen. Heute sind wir beim Betrieb PSO von Helmut Buchgraber in Auersbach. Hallo Helmut. Hallo. Danke, dass wir heute bei dir sein dürfen. Gern. Du leitest den Betrieb PSO in Auersbach. Wofür steht PSO? Was heißen diese drei Buchstaben? PSO steht für Pflanzen, Samen, Öle. Das sind unsere Hauptprodukte, die wir im Betrieb verarbeiten bzw. veredeln. Was macht dein Betrieb? Wir fangen im Frühjahr an mit Holunderblütentrocknung. Das geht im Sommer weiter mit Grassamen und Kleesamentrocknung. In den Sommermonaten dann Getreide, Sonnenblumen, Kürbiskerne und im Herbst haben wir dann Aronia-Beeren, Weintraubenkerne und das letzte Produkt sind die Käferbohnen. Du hast ja hier eine besondere Art der Trocknungsanlage. Was genau ist daran so besonders? Ja, wir betreiben die Trocknungsanlage seit mittlerweile 30 Jahren, haben damals den Betrieb gebaut nach damaligem Standard. Mit einer Ölheizung, haben dann im Jahr 2006 umgestellt mit einer Hackschnitzelanlage auf Hackschnitzelbetrieb, gleichzeitig Trocknungsanlage und Fernwärmebetrieb. Und seit dem Jahr 2016 haben wir eine Luftentfeuchtungsanlage dazu installiert, die uns die Abwärme sehr gut noch einmal nutzen lässt. Das Wasser herausnimmt und die vorgewärmte Luft wieder in den Prozess einbringt. Okay, was heißt das? Was hat euch das gebracht? Durch die Luftentfeuchtung können wir sehr schonend trocknen, mit niedrigeren Temperaturen trocknen und sind trotzdem im Trocknungsprozess schneller als wie vorher. Und das Schöne dabei ist, dass wir dazu auch noch jede Menge Energie einsparen. An thermischer Energie sind das ca. 50%. Bei dir gibt es ja noch was Zweites, nämlich du hast es schon erwähnt, du trocknest mit Hackschnitzel, also du betreibst auch eine Biomasseanlage. Ja. Allerdings nicht nur für deine Trocknung, sondern du hast es gleich ausgedehnt und versorgst damit einige Häuser in der Umgebung. Ist das richtig? Das ist richtig. Wir haben den Betrieb, wie gesagt, 2006 umgestellt. Ja. Damals sehr schmerzlich mit einem extrem hohen Ölpreis haben wir dann über mehrere Jahre haben wir eigentlich versucht umzustellen von Öl auf Hackschnitzel und das ist dann im Jahr 2006 eben gelungen, dass wir im Betrieb problemlos mit dieser Hackschnitzelenergie trocknen können und gleichzeitig haben wir in Wetzelsdorf ein Fernwärmenetz aufgebaut, wo wir heute 48 Wohnungen, 15 Einfamilienhäuser und alle kommunalen Gebäude mit Wärme beliefern. Wir können im Winter die Wärme liefern im Sommer Warmwasser, weil wir den Betrieb ja nicht abstellen, weil im Sommer der Betrieb wieder auf Volllast läuft mit der Trocknung und so ergänzt sich das sehr gut. Unser Betrieb ist dadurch eigentlich das gesamte Jahr in einer sehr, sehr guten Auslastung. Anhand des Betriebs PSO kann man also erkennen, es ist möglich, Qualität zu steigern, die Produktkapazität zu erhöhen und gleichzeitig bis zu 50% Energie einzusparen. Lieber Helmut, nochmals danke, dass wir hier zu Besuch haben sein dürfen. Liebe Seher, danke fürs Zuschauen. Bis zu unserer nächsten Folge Voll Energie im Vulkanland.